Manuel, was für ein Spiel hast du heute hier beim ersten CFR Pforzheim erlebt? Ich denke, dass es ein sehr intensives Spiel war, hat und kämpftes Spiel. Trotzdem noch im Rahmen der Fairness. Ich denke, dass Pforzheim die erste Halbzeit mehr Ballkontakte hatte, aber wir haben es gut in der Abwehr gemacht, bekommen dann blöde Elfmeter, geht sie 1-0 in Führung. Zweite Halbzeit haben wir es komplett besser gemacht. Ich denke, da hätten wir uns in der zweiten Halbzeit einen Punkt verdient gehabt, heute Abend mitzunehmen. Pforzheim hat über weite Strecken meiner Meinung nach das Spiel im Griff gehabt, aber nachdem ihr mit einem Mann weniger dastandet, da hat sich die Sache dann geändert und es wurde ziemlich knapp. Ja, ich denke, dass sie dann die Ordnung ein bisschen verloren haben. Das ist meistens so, wenn die andere Mannschaft einer weniger ist, dass du dann ein bisschen die Ordnung verlierst. Gerade durch das, mit den Chancen, die wir gehabt haben, denke ich, ein Punkt wäre verdient gewesen, aufgrund unserer kämpferischen Leistung. Wieso hat man nicht das ganze Spiel so gestalten können wie die letzten 20 Minuten? Weil das vom Lauf her total aufwendig war und ich denke, dass Pforzheim eine sehr erfahrene Mannschaft ist mit Spielern drin, die die Hälfte der Mannschaft hat schon in der Regionalliga gespielt und das merkt man einfach und das Tempo können wir dann auch 90 Minuten nicht gehen. Der Saisonstart mit 3 Niederlagen in der Liga ist jetzt ziemlich verkorkst geraten. Ja, wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Nichtsdestotrotz hilft es nichts, wir müssen wieder weitermachen. Am Samstag haben wir gleich das nächste Spiel. In der Liga gibt es dieses Jahr keine leichten Spiele, das wissen wir. Und da gilt es halt wieder 100% hier zu sein und alles auf die Platte zu bringen. Das nächste Spiel ist ja gegen Hollenbach. Wie wollt ihr dieses erfolgreich gestalten? Ich denke, dass wir die Chance, die wir haben, dass wir die halt einfach reinmachen müssen. Es gibt nicht viele Mannschaften, die so spielstark sind wie Pforzheim. Und von dem her denke ich, dass wir von der Taktik her genau gleich spielen und das noch besser machen wie heute Abend. Was habt ihr euch jetzt insgesamt vorgenommen, auch angesichts des etwas schlechteren Saisonstarts? Wir haben uns jetzt vorgenommen, von Spiel zu Spiel zu denken und immer den Dreier anvisieren. Wenn es ein Punkt wird, ist es gut und wenn es 3 Punkte wird, ist es sehr gut. Nur so kommen wir da unter raus und so müssen wir die nächsten Monate arbeiten.